zwei Drittel des weltweiten Highspeed-Zugnetzes stehen hier. Das Land ist der weltweit größte Produzent von Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft. Außerdem sind sie führend bei E-Mobilität, KI und 5G-Technologie. China hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt, von einem Entwicklungsland zu einer globalen Wirtschaftsmacht. Doch kommt dieser beeindruckende Erfolg und Reichtum auch bei der Bevölkerung an? Genau das habe ich am Beispiel von Taxifahrern untersucht. Am Ende des Videos werfen wir aber auch noch einen Blick auf die Monatsgehälter anderer spannender Berufe. Wie viel denkt ihr denn, dass man als Taxifahrer monatlich in China verdient? Ich habe Taxichauffeure im Norden, Osten und Süden Chinas befragt und ihre Antworten haben mich echt überrascht. Starten wir in Shanghai, dem Finanzzentrum des Landes, mit 25 Millionen Einwohnern. 在上海当司机怎么样？其实，在上海当司机，我是出租车司机，不管是出租车司机和网约车司机，现在当这个职业其实是收入是很微薄的，很低的。开车开多长时间？是每天吗？因为我每天五点多出差，五点半左右出差，到晚上十二点钟回到家里。 我每个月就是15个班嘛，住一天休息一天，15天嘛，我能赚到6000块左右。其实，在行业中间，那个收入也算是低的。赚多少会比较满意？一个月能挣到8000块，那还差不多。比方说，我10年以前就是没有网约车的时候，我一个月能挣到9000、1万块。你想想，我每天干17、8个小时，我每天只能挣到30-100块钱。 我平均一个小时只能挣20几块，在上海上是低的。 Also die 3 Euro Stundenlohn haben mich auch echt geschockt, aber die nächsten zwei Gehälter gehen in eine ganz andere Richtung. Und mit ihm hier gab es erstmal eine Kippe als Icebreaker. 抽烟跟我的司机一起抽烟. Hi. Yeah. 在上海 做司机的话，一天跑12个小时的话，应该是能拿到15000左右。要跑12个小时，很辛苦的。一般人吃不消。我下午2点到晚上2点，很辛苦的。很辛苦的，对。是啊，不好开，车子太多了。啊，这边又比较堵，红绿灯又多。上午睡觉就是下午吃完饭，冲个电就2点钟了，就开始跑车，一直到晚上2点。 我两个女儿，一个10岁，一个8岁，现在都在老家，就我一个人在上海。他们想你了吧？想啊，我每天吃完午饭都会打视频给他们。 Wie ihr seht, sind es auch manchmal echt traurige Geschichten, wenn der Papa tausende Kilometer weit weg ist und Geld dran schaffen muss auf diese Weise. Sein Gehalt war aber echt nicht schlecht, doch das nächste Gehalt hat mich echt geschockt. 在上海当司机怎么样？ 你一个月能赚到多少钱？2万。2万？真的？那你天天开车开多长时间呢？12个小时左右。12个小时。2万，因为你的车比较新，比较好，是吗？因为你打的是专车，打的那个不一样，所以它收入就不一样。你有老婆吗？有啊。有孩子吗？有。在上海2万还可以吗？ 房租都钱都够了吗？够了，2万肯定够。我也觉得我在德国工作的时候，我才赚了18000，所以在德国比上海赚的少。<笑> Lambo nebendran ist keine Seltenheit in China, aber was mich echt geschockt hat, ist sein Nettogehalt von über 2600 Euro pro Monat. Das ist besser als mein Gehalt in München. Echt stark. Er bietet bei Uber aber auch eine höhere Typklasse an und ist wie fast alle Fahrer hier wirklich jeden Tag 12 Stunden lang unterwegs. Stundenlohn knapp über 7 Euro. Es geht zwar noch höher, aber von so einem Stundenlohn kann unser nächster Kandidat nur träumen. Obwohl er in der Hightech-Metropole Shenzhen lebt, das Silicon Valley Chinas. Hello. Ja. 你在深圳当司机一个月能赚多少钱？然后你天天开多长时间？大概工资不是很高，到手的话就是6000块钱人民币左右吧。每天的话要12个小时左右。每个星期你开几天？每个星期的话休息一天，开6天吧，应该是。你有没有老婆？有啊。孩子也有吗？对。辛苦你了。<笑> 我的孩子不在这边，在老家。啊，在西安。对，在西安。这边的话，租房太贵，生活太贵。我的小孩2、3岁，一个儿子。你经常回老乡，回老家吗？大概一年只回去一次。
Er lebt also fast 2000 Kilometer von seiner Frau und Kind entfernt und kann sie nur einmal pro Jahr besuchen. Und das alles für gerade mal 2,60 Euro Stundenlohn? Er hat zwar noch ein kleines Business nebenbei, aber ob sich das lohnt, vielleicht geht's einfach nicht anders. Nachdem wir jetzt kurz in die Hauptstadt Beijing springen, erzähle ich euch noch die erstaunlichen Gehälter von einer Karaoke-Sängerin, von einer Lehrerin und von einer Managerin. Ich war am Flughafen und es ging mit dem Taxi in die Stadt. Doch wir hatten keinen Strom mehr und mussten halten. Man sieht hier extrem viele Elektroautos. Viele davon werden nicht wie in Deutschland aufgeladen, sondern der Akku einfach komplett ausgetauscht. Und dafür gab es diese Anlage, die das blitzschnell für dich erledigt. Hier noch, wie ich fast gescammt wurde. Also nur zum Verständnis. Ich wollte nach einer durchzechten Partynacht nach Hause. Er wollte erst einen hohen Festpreis von mir, dann habe ich gefilmt. Ich sollte dann das Video löschen und sogar im Papierkorb löschen. Danach durfte ich filmen und er hat ganz regelkonform das Taxameter angemacht. Wir sind in Arla. Wir sind in Wangfujing. Wie viel Geld? 40 Euro. Jetzt noch kurz das niedrigste Gehalt und dann das höchste. Hallo, ni hao. Ni tian tian gongzuo ji ge xiaoshi ne? 14-15 hours. Nema chang de shijian, hui bu hui you jie wei xian ma? Ai, Zhongguo ma jiu zhe yang. Zhe shi zui di ji de gongzuo, mei you xue li ma? Na zai Beijing yi ge yue neng zhuan dao duo shao qian? 5000 dao 6000 renminbi. Ah, ni jue de gou ma? Gou hua. Xie xie ni. Er hat also durchschnittlich gerade mal einen Stundenlohn von 1,90 Euro. Glaubt ihr ihm das? Und jetzt noch der höchste Stundenlohn. In Beijing als Fahrer, wie ist es? Kann ich. Du fährst täglich Auto, wie lange? 8 Stunden. 8 Stunden? 那也还行，一个月大概可以赚多少钱？纯利润大概在15,000到18,000吧，就是单价比较贵。啊，嗯，只有一个梦想，开个一班。我也喜欢奥迪。我家孩子6个月，对，女孩。Er verdient also bis zu 2.300 Euro netto pro Monat und fährt täglich gerade mal entspannte 8 Stunden. Das ist ein durchschnittlicher Stundenlohn von über 10 Euro. Okay, das waren jetzt die Taxifahrer, doch wie sieht es eigentlich bei anderen Berufen aus? Sie hier zum Beispiel ist 28 und eine gute Freundin von mir aus Shanghai. Sie ist seit 6 Jahren Mathelehrerin an einem Gymnasium. Was denkt ihr, verdient sie damit? Ganze 2000 Euro netto. Ich finde das echt krass, wie ähnlich hier die Gehälter zu Deutschland sind. Allerdings muss man auch hier sagen, dass sie wirklich sehr, sehr viel für ihr Gehalt arbeiten muss. Teilweise sagt sie sogar, dass sie nur 4 Stunden Schlaf bekommt, vor allem in den Prüfungsvorbereitungsphasen. Hier noch eine mittlere Managerin aus Südchina. Sie verdient 4.000 bis 5.000 Euro monatlich netto. Und auch als Karaoke-Sängerin kann man sich hier etwas dazu verdienen. Das ist auch eine Freundin von mir und nach eigener Aussage verdient sie, wenn es gut läuft, ganze 10.000 Euro pro Monat. Je nach Job und Arbeitsaufwand kann man in China also schon ordentlich Geld verdienen. Ich war zwar nur in den großen Städten unterwegs, ich hoffe, die Einblicke haben euch trotzdem gefallen und ich bin auf eure Meinungen gespannt. Hättet ihr die Gehälter so eingeschätzt? Wenn ihr mehr Videos aus China sehen wollt, dann kommentiert das Video und ich fliege für euch zurück. Es gibt jetzt auch schon zahlreiche Shorts von meiner Reise. Ich bin nämlich gerade arbeitslos und mache nur YouTube. Deshalb kommen jetzt mehr kurze und auch lange Videos wie dieses. Also bis dann, danke.